Ja, die Türen der NATO gehen auf. Guten Tag, Weltschweizer und Weltdachler, wie geht es euch? So, es ist heiß. Jedenfalls, heute reden wir über die NATO, die Schweiz und andere Themen. Willkommen zurück. So, wir sind hier wieder in Udo Pompisai. Ein paar Einkäufe. Ups! Und es ist wieder heiß. He? Na, wie geht's? Geht's gut? Also, der Weltschweizer, das Portal, da hatte ich ja die Grundidee, so ein Magazin zu gründen für Auslandschweizer, und das heißt eben Weltschweizer. Und jetzt ist einige Zeit vergangen und ich habe das ein bisschen umgedenkt und verbessert und habe mich entschieden, dass ich eine Art Podcast, also nicht nur Podcast, also audiovisuelle Content veröffentliche. Und dazu benutze ich halt eine andere Plattform und die heißt Patreon. Und das ist für mich auch einfacher, um das zu verwalten, das Ganze. Ja, und ich setze euch mal den Link unten für den Weltschweizer, für das Portal. Und es ist nicht nur für Schweizer, sondern allgemein für alle, die wissensdurstig sind und offen sind, weltoffen vor allem. Da geht es um Politik, um Ernährung, um Wirtschaft, es geht um Gesundheit. Also es ist wirklich ein vielfältiges Programm. So, ja, ein Thema ist die NATO. NATO, die möchte ein, oder hat schon ein Büro eröffnen in der Schweiz. Das heißt, dass die Schweiz ja nicht nur Panzer liefert nach Deutschland, sondern jetzt noch ein starker Bündnispartner ist der NATO. Gut, das war es ja schon immer ein bisschen, oder? Von wegen neutral und bla bla bla. Aber die Amherd, also unsere Ministerin, die ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, heiß drauf, mit der NATO eine Bruderschaft einzugehen. Und das ist für die Schweiz den definitiven Untergang, weil ja, die Armee ist bereits stark reduziert worden von 600.000 Mann, bewaffnete Männer, auf 80.000. Und diese 80.000 sind erst noch sehr schlecht bewaffnet. Und jetzt haben sie Angst, die Schweizer, und möchten unbedingt ein Bündnis eintreten mit dem Teufel. So, morgen geht es los nach Laos und ja, ich bin richtig gespannt. Das Hotel sieht ziemlich vielversprechend aus. Ich habe vier Sternhotel, ja okay, vier, ich weiß nicht, drei oder vier Sterne. Aber es sah ziemlich gut aus in den Fotos, mal schauen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, also die Schweiz spielt mit dem Feuer, wie Deutschland wahrscheinlich ja auch immer wieder mit dem Feuer spielt, besonders wegen diesem Krieg. Jedenfalls beim Portal Weltschweizer, da gibt es ganz, ganz spannende Themen, die behandelt werden. Und wir haben auch sehr gute Persönlichkeiten, sehr bekannte Persönlichkeiten, die dort mitwirken. Also, schaut mal rein, weltschweizer.com. Hier gibt es irgendeine Party, ich weiß nicht für was.
keine Ahnung. Dann eine Art Gewinnspiel, wenn du hier einkaufst, dann kannst du ein Ticket wahrscheinlich dort. Shall we try? Maybe we become millionaire, darling. Hä? I'm filming. Scheiße, sind nicht Millionäre geworden. Hab nichts gewonnen. Ja? Ich war zu beschäftigt mit Filmen. Ja, scheinbar ist wieder Covid-Time. Also ich habe schon ein paar Posts gelesen auf Facebook oder bei Facebook, dass scheinbar jemand gekommen ist von Italien und er kam einen Fuß hier abgesetzt. In Thailand hat er schon Covid und solche Posts. Naja, no comment. Und es wird wieder gegessen. Hä? Meine Buchhalterin. Ja, jedenfalls. Also, freuen wir uns mal auf Laos und eben schaut mal rein bei weltschweizer.com. Daniele Ganzes Vortrag ist auch dort präsent und ja, würde mich freuen. Also, wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!